Moin Moin und hallo. Heute wollen wir mal an einem Audi A4 oder S4 oder RS4 die Sitzfolge hier unser System nehmen. Wir passen auf, dass hier unser Bowdenzug zur Seite weggehen kann. Dann setzen wir es hier in den Bolzenverschlag ein, hier auf der Seite. Jetzt ist es schon mal in der Führung, jetzt gehe ich in die Mitte. Komm in die Mitte rein. Schieb das System jetzt hier hinein. So. Zack. Gucke, dass das da vorne reingeht und werde hier zack, das Ding einstellen. So, und jetzt seht ihr, haben wir hier den ersten Part schon in Position gesetzt und da unten kommt auch unser Bowdenzug raus. Nice. So, jetzt gucken wir mal, ob wir schön drin sind. Haben hier also die Möglichkeit einer Bewegung, die wir stattfinden lassen können. Sehr schön. Gut, erste Seite ist demzufolge schon mal in Position, muss jetzt nur ein bisschen ausgerichtet werden. Kommen mit der anderen Seite. So. Okay. Jetzt habe ich hier die Führung noch mal rausgeholt. Können jetzt also hier direkt ins Löchli rein. Dadurch haben wir auch mehr Platz liegen und kriegen das jetzt da hineingesetzt. Zack, jetzt kommen wir hier hin, können direkt testen, ob es funktioniert. Boah, okay. So, damit haben wir den auch schon mal drin. So, jetzt holen wir so hoch. Einmal einrasten, den zweiten auch noch. Hochholen und einrasten. Und jetzt können wir uns ansehen, ob wir auch alles richtig gemacht haben. Hier kommt der Bowdenzug an. Hier ist kein Platz mehr. Sehr gut. Hier ist alles gut. Da drüben genau das gleiche. Bowdenzug kommt vorne raus und Teil ist bereit. Dann können wir jetzt hier unten die Bowdenzüge anschließen. Dann müssen wir natürlich hier unseren Bowdenzug einhängen. Dazu gehen wir hin, klappen das hier auf. Zack. Kommen jetzt hier rein. Ziehen das dort dran. Seht ihr da? Zack, rein damit, reindrücken, plöpp, und jetzt heißt es hier einhängen. Zack, so. Das muss hier zwischen, okay, und dann können wir es schließen und wieder zurück balancieren. So, sehr schön. Und damit wird jetzt gleich auch hier unser Stuff wieder aufgehen können. Also sprich, die Funktionalität ist wiederhergestellt. Ich sehe gerade, das sollten wir besser mal dahinter legen. So. Na, damit auch hier jetzt keine Funktionshemmung unseres Sicherheitsaspekten da liegt. Und das machen wir natürlich auf der anderen Seite genauso. Andere Seite genau das gleiche. Das heißt, hier können wir es auch mal im eingebauten Zustand zeigen. Zack. Dann da hinterher friemseln und jetzt kommen wir hier rein, können uns hier einhängen, so, Einhänggeschichte, so, eventuell nehmen wir hier etwas zur Hilfe, hopp, jetzt sind wir drin, jetzt ziehen wir es auf Spannung und so damit, so wieder gucken, dass wir hier irgendwo ein Sicherheitsproblem haben und checken wir mal die Funktion. Zack, ist auf. Und zack, ist auf. Dann können wir die umwerfen, wie ihr seht. Funktioniert also ausgezeichnet. So, und jetzt müssen wir die natürlich dort noch verbinden. Befinden wir uns auf der vorderen Seite. Und jetzt können wir das hier zur Seite geben. Und jetzt sehen wir dort den Mechanismus, den wir jetzt hier noch abschließen müssen. So, ihr seht hier so ein T, ne? Und das hat jetzt nichts mit Getränke zu tun, sondern hier müsste das T jetzt rein. Das heißt, wir schieben das so in Position und klappen das dann um. So. Boah. Das ist ein bisschen fummelig, aber ihr schafft das schon. So, wenn ihr dann drinne seid, könnt ihr dieses Teil langsam, aber bestimmt zurückdrücken. Und nun, lass uns das mal, während wir das festhalten, umklappen, dann kommen wir besser dran. Jetzt sind wir auf der Rückseite. Jetzt kann ich das hier reindrücken und nun verschrauben wir das. So, jetzt müssen wir echt aufpassen, denn wenn wir die verlieren da drin, müssen wir alles wieder zurückbauen. So, und jetzt können wir das hier
schön fest verschrauben, damit unser Konstrukt auch in Position bleibt. So, das war's schon. So, und jetzt sehen wir hier, dass die Rückseite, jetzt können wir wieder klappi-klappi machen. Hopp. Klappi-klappi. Und ihr seht, jetzt funzt es die Rückbank. Sprich, der Rücken ist damit drin. So, und jetzt geht's natürlich weiter. Und zwar mit der Rückbank. In der Rückbank müsst ihr aufpassen, dass ihr hier alle Gegenstücke von eurem Seatbelt schon mal ein bisschen aufrichtet. Und jetzt kommt die Rückbank. So. Ich drehe sie erstmal kurz um und jetzt haben wir hier vorne, seht ihr, das Ding ist auf der anderen Seite auch. Diese Einraster kommen dort und dort hinten ran. Und auf der Rückseite haben wir hier solche Haltemechanismen. Das heißt, wir können jetzt hier mit der Rückbank drankommen, schieben diese besagten Parts jetzt schon mal hier durch. So. Und dann können wir hier genüsslich diesen Bereich reinfahren lassen. So. So. Ja, diese Spangen hier, die sind für eure Babysitze. So, so. Und hier sind wir jetzt eingerastet schon, das war's. Seht ihr, wir sind schon wieder fest drin. Und jetzt gehe ich auf die andere Seite. Und dort müssen wir natürlich auch noch einrasten. Aber sollten wir nicht ausrasten. Also auch hier schauen, dass alles in Position ist. So. Okay, dass hier euer Stuff lang gut rauskommt. Und hier, zack, gerade eingerastet, das war's schon. Damit ist die jetzt in Position und kann hinten jetzt noch fixiert werden mit den Abdeckungen für die Kindersitze. So, hier haben wir jetzt diese Kindersitzfreunde. Die, seht ihr, haben so eine S-Form. Okay, die kommen also jetzt so hier drauf. So, werden reingedrückt. Ne? Und dann seht ihr dort, muss dieser Bolzen nach unten. Das heißt, den drücken wir jetzt da rein und fahren das System damit in Position. So, zack, drin. Damit haben wir nämlich auch unsere Rückbank auch richtig supportet im hinteren Bereich. So, da können wir jetzt noch hier so ein Schutzli drauf machen. Dann sieht das schöner aus. So, und das machen wir jetzt natürlich überall. Das heißt, hier kommt der dran. Auch diesen in Position fahren. Und natürlich hier vorne die beiden auch noch. Schwupp. Und das ist wichtig, dass wir die dran machen, weil die halten jetzt unsere Bank hinten in Position. So. Und damit haben wir die Rückbank positioniert und eingebaut. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback. Bis zum nächsten Mal. Sonst.